Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Schönen guten Abend zur Wochenanalyse. Heute mit einerseits Peter Pehlinger, lange Zeit Journalist, Chefredakteur und jetzt Medienberater, hallo. Und andererseits Heimo Leposchitz, Strategieberater, FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied. Hallo. Fangen wir mit Andreas Babler und der SPÖ an. Andreas Babler hatte am Montag bei mir hier im Studio ein Interview gegeben, wo er auch ausführlich erklärt hat, was die Themen der SPÖ sein werden, aber auch wo er gemeint hat, dass die SPÖ jetzt geschlossen sei. Jetzt ist die Listenerstellung soweit. Man muss dazu sagen, große Überraschungen sind keine drauf. Es gibt ein paar, die im Hintergrund sagen, das sei ein Takeover von Wien, weil Doris Burer ist Nummer 2 auf der Bundesliste hinter Andreas Babler sind, aber vor allem bei der Gewerkschaft, weil sehr viele Gewerkschafter drauf sein. Spiegelt das in etwa die Machtverhältnisse der SPÖ wider? Offensichtlich, weil natürlich schon bisher hat Babler sich sehr stark gestützt auf die Wiener SPÖ und auf die vor allem Gewerkschaftsfraktion. Mhm. Die hat ja auch, das können wir auch vielleicht kurz anreden heute, ja mit dem Auer-Abschluss einen großen internen, intern genommen jetzt einen Erfolg geliefert. Und ich glaube, er kann gar nicht vorbeikommen, oder die SPÖ kann gar nicht vorbeikommen an einem starken ÖGB-Block. Ja. Ich nehme an, du siehst die Listenerstellung etwas kritischer. Die Liste ist mir relativ egal. Es gibt keine Überraschungen, es gibt keine Quereinsteiger. Die Doris Burisch ist vielleicht eine Überraschung. Man braucht natürlich eine gesättelte Frau und sie ist Wiener Spitzenkandidatin. Wobei es spannend ist, dass die Doris Burisch ja bei der Nominierung, ich glaube, für den Vorstand beim Wiener Landesparteitag eines der niedrigsten Ergebnisse gehabt hat, im Vergleich mit den ganzen ideologischen Hardlinern. Also das ist, aber es ist halt bei der, die Frage, der Andi Babler hat diesen Neubeginn versprochen, die Einbindung der Basis, die Basisdemokratie, und dann siehst du jetzt wieder, ein Tag oder zwei Tage vor den Sitzungen wird die Liste veröffentlicht, ist alles schon fix, also das ist ja keine Basiseinbindung. Also da hat er also im Westen nichts Neues, auch bei der SPÖ, es geht eigentlich so weiter, wie es früher war, keine große Veränderung. Also die Liste ist normal für Gewerkschafter, für gestandene Leute, manche Leute sind rausgefallen, wie der Christoph Matznetter fällt, glaube ich, raus, die Mona Dutzter fällt raus, eingesessene Leute, aber so richtig neue Ansagen gibt es nicht. Aber die Liste ist so, wie die SPÖ halt jetzt gerade ist, irgendwie so im mittleren Fahrwasser, keine großen Wellen auf oder ab. Ich glaube, eingesessen war die Mona Dutzter nicht, weil die ist nur wieder ins Parlament gezogen. Nee, ist ja schon lange dabei, war ja Staatssekretärin. Ja, aber die war schon lang weg aus dem Christoph Parlament. Christoph Matznetter zum Beispiel, der Vertreter ist lang. Der Wirtschaft, der fällt der raus. Der war lang dabei. Aber und was mir noch einfällt, was vielleicht spannend ist bei der Geschichte, das ist ja nicht unbedingt nicht ganz unauffällig, dass der erste Burgenländer auf Platz 15 der Bundesliste kommt, ist, glaube ich, auch ein Zeichen. Gut, aber immerhin kann man, glaube ich, feststellen, konsensual, dass es eine Überraschung ist in der SPÖ, dass es keine Überraschung gibt. Ja? Mittlerweile. Das heißt, es ist offensichtlich gelungen, dem Babler diese größten, sich zeigenden bei seiner Wahl Erosionsprozesse in den Griff zu kriegen. Also, wenn nicht einmal mehr um Personen gestritten wird, dann ist es doch ein relativ einheitliches Bild offensichtlich. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage natürlich, man hat das bei den Arbeiterkammerwahlen gesehen, wo die FSG, also die roten Arbeiterkämmerer, Gewerkschafter doch erstaunlich hohe Ergebnisse halten könnten. Wie sehr braucht denn auch die SPÖ jetzt realistisch gesprochen die Gewerkschaft und die Mobilisierungsstärke der Gewerkschaft in den Wahlkämpfen, sowohl was die EU angeht als die Nationalratswahl? Ja, unbedingt braucht sie die. Wobei ich sagen muss, es wäre der SPÖ noch besser gegangen bei der AK-Wahl, wenn vorher schon die Frau Edtstadler auch diese verkündet hätte. Ja. Gut, das ist klar, die 41-Stunden-Woche. 41-Stunden-Woche zu spät propagiert hätte, ja. Naja, aber es ist momentan halt ganz, das haben wir eh vorher besprochen, der ÖGB-Block oder die Gewerkschafter ist ja auch für die Mobilisierung dann ein entscheidender Faktor, ist in der SPÖ unersetzlich.
Bei der Arbeiterkammerwahl hat sich schon noch einmal etwas gezeigt, was wir ja schon in Salzburg und in Innsbruck gesehen haben. Auch da die FPÖ, eigentlich die FPÖ-Vertreter in der Arbeiterkammer, eigentlich schwach. Na, eigentlich relativ schöne Ergebnisse verglichen. Das letzte Mal ist ja gewählt worden in Hochzeiten und noch vor Ibiza, das darf man nicht vergessen. Da sind eigentlich in 7 von 9 Bundesländern hat es ein schönes Plus gegeben. In Wien hat man die ÖVP überholt und ist auf Platz 2, dass die Roten. Aber trotzdem ein Minus. Ja, nein. Haben alle ein Minus. Ja, haben alle ein Minus gehabt. Ich sage ja, das war 7 plus. Wien, wo ein Minus war, hat man die ÖVP überholt und auf Platz 2. Auf niedrigem Niveau. Auf wirklich niedrigem Niveau. Ja, absolut, auf wirklich niedrigem Niveau. Und die Leute, die FPÖ wollen, gehen normalerweise weder zur Wirtschaftskammerwahl wie zur Arbeiterkammerwahl, weil sie ja diese Kammern ablehnen. Also, das ist jetzt nicht wirklich was für die Bundeswahlen irgendeine Auswirkung hätte. Die Ergebnisse der SPÖ sind gut. Und natürlich, da gebe ich dir recht, dass die Frau Edtstadler hätte ein bisschen früher kommen sollen, weil man darf nicht vergessen, die Frau Edtstadler ist ja auch stellvertretende ÖRB-Chefin. Das ist die Pikanterie. Also die stellvertretende Chefin der ÖVP, Arbeitnehmer, und die Arbeitnehmervertreterin und Chefin der ÖVP ist für eine Stunde pro Woche länger arbeiten, ohne Überstunden bezahlt zu bekommen. Also das während laufender AK-Wahlen, also es ist schon ein Fettnäpfchen, das muss man erst einmal schaffen und zeigt, wie die Schwarzen mittlerweile völlig aus der Rolle sind. Das war ja eigentlich auch ein großes Thema dieser Woche. Jetzt tun wir es ein bisschen einbetten. Begonnen wurde diese Debatte, dass man derzeit haben wir eine gesetzliche Arbeitszeit von 40 Stunden. Real ist es in den meisten Kollektivverträgen aber bei ungefähr 38,5 Stunden. Und dass die angeregt haben, dass man auf 41 Stunden erhöht. Caroline Edtstadler hat gesagt, also eine Absage an linke Träume, die ja bekanntlich die Arbeitszeit verkürzen wollen, und hat gesagt, man wird länger arbeiten müssen. Sie ist dann nachher zurückgerudert und schlussendlich Sie wurde zurückgepfiffen, drücken wir es mal so aus, wie es ist, weil der Kanzler Nehammer dann auch öffentlich klargestellt, es wird sicher keine Erhöhung der Arbeitszeitverkürzung kommen. Ich glaube überhaupt, man kann diese ganze Debatte ein bisschen entideologisieren. Ja? Faktum ist, auf der ganzen Welt geht ein gewisser Trend durch die Erhöhung der Produktivität in Richtung Arbeitszeitverkürzungen. Gar nicht so, weil jemand ideologisch das groß will, sondern weil es so ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, einer meiner prägendsten Erlebnisse sozusagen als Journalist, ich bin ja leider schon sehr lange, oder Gott sei Dank schon sehr lange Journalist, war damals die große Dallinger-Debatte. Alfred Dallinger, ja, ein Heros sozusagen, der, was immer das ist, der Progressiven, der hat auch, da war ja die große Debatte, war eher schon und die 40-Stunden-Woche runter. Aber das ist schon, wie lange ist das her? Entsetzlich lange her. 40 Jahre. Ja, also nein, es ist lang genug, 35 Jahre oder sowas. Okay. Ja. Und das war damals die Verkürzung von 40 auf 38, war die Forderung auf 38-Stunden-Woche. Ja, und es ist die Wirtschaft nicht untergegangen deswegen, dann, wie es dann schrittweise umgesetzt wurde. Und vernünftig kann man die Debatte ohnehin nur branchenweise führen. Ja? Also je nach Auftragslagen und nach... Aber Faktum ist trotzdem unterm Strich, es wird natürlich in den nächsten Jahren, nicht von heute auf morgen und nicht Österreich isoliert, wird es weitere Verkürzungen von Arbeitszeiten geben. Das ist ja auch ein starkes Thema vom Andreas Babler, das er von Anfang an spielt, dass er eigentlich die Arbeitszeit auf eine 32-Stunden-Woche verkürzen will. Schrittweise muss man auch sagen. Ja, aber selbst wenn. Also wir haben zurzeit einen massiven Arbeitskräftemangel. 32 Stunden bedeutet 20% weniger Arbeitsleistung, also auch 20% weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Wenn man das jetzt im Gesundheitsapparat, bei der Pflege, bei der Polizei, im Sicherheitsbereich mit 20% weniger Mitarbeitern, auch in kürzester Zeit, das ist nicht machbar, das wird zusammenbrechen. Das hat ja auch der Babler mittlerweile eingesehen, noch dazu bei gleichem Lohn ist das ja völlig absurd, nicht eingebettet in einen europäischen Kontext, das ist ja Selbstmord. Also das ist nicht einmal, die Gewerkschaft ist da dafür. Wo ich völlig verhandlungsbereit bin, auch als Unternehmer, ist, wir haben ja nicht das Problem der
40 oder 38 Stunden. Da kann man reden, weil es geht ja um die Produktivität, es geht um die Flexibilität der Mitarbeiter, dass man die Leute auch zufrieden hat. Zufriedene Mitarbeiter sind fleißiger, sind weniger krank, sind produktiver. Das zahlt sich dann im Endeffekt genauso wieder aus. Wir haben ja eher das Problem, dass zurzeit keiner mehr Vollzeit arbeiten will, weil er sich mit der Steuerbelastung nicht auszahlt. Viele Jungen wollen einfach nur 20, 30 Stunden arbeiten, nicht am Abend arbeiten, nicht am Wochenende arbeiten. Fragt die Gastronomie oder meine Branche, die PR-Branche. Bei uns sucht jeder verzweifelt Arbeitskräfte, kriegt aber niemanden, weil die alle nur 20 Stunden arbeiten wollen und zwischen 11 und 15 Uhr. So, das bringt da aber, ja, ist so. Und weil die Leute kommen auch, rechnen sich aus. So eine gute Arbeitszeit. Ja, funktioniert nur nicht, ne, weil du als Chef ja nicht kannst. Ne. Und die Leute kommen halt aus. Ja, es gibt schon Chefs auch, die nur von 11 bis 15 Uhr da sind. Ja, aber nicht das. Also, einige Beispiele. Oh, ja, also ich bin zum Beispiel EPU, ich tue mir schwer, ich bin mein eigener Chef und mein eigener Mitarbeiter. Also von dem her tue mir schwer beim Delegieren. Aber grundsätzlich, es gibt wirklich sehr viel, auch gerade Junge, denen man das denen jetzt vorwerfen kann. Es ist einfach eine Tatsache, die halt kommen, sie ausrennen, so und so viel verdiene bei 20 Stunden, so und so viel verdiene Linie bei 30 Stunden, weil die Steuerbelastung alles dazukommt. Aha, ich verdiene mit 10 Stunden mehr, nur ein Hunderter mehr im Monat. Warum sollte ich das machen? So, und das ist der Wahnsinn, an dem wir kämpfen, weil das ja erstens unseren Arbeitsmarkt ruiniert. Es ruiniert unser Sozialsystem, weil viel zu wenig eingezahlt wird. Und mittelfristig ist das eine Todesbombe fürs Pensionssystem, weil wenn die Leute nur die Hälfte arbeiten und dann aber Mindestpension haben wollen, geht sich das noch weniger aus wie mit der normalen demografischen Entwicklung. Also wir müssen die Leute motivieren, mehr zu arbeiten. Das heißt ja nicht über 40, sondern an die Vollarbeitszeit, auch gleich wie beim Pensionsantrittsalter. Gut, nicht Caroline erhöhen. Caroline Edstadler sagt, sie nicht hat das genauso ja, weil nur kurz, die ÖVP will ja auch, dass wir länger arbeiten bis 67. Das will ja auch der Wirtschaftsbund. Der Wirtschaftsbund hat ja alle 41 Stunden gefordert. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wir müssen einfach nur die Leute ans gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführen und die Leute an die Vollzeit heranführen. Das können wir nur mit Leistungsanreizen. Die Leute müssen mehr verdienen, wenn sie mehr leisten. Das ist das alte Prinzip, hat Kreisky schon gemacht. Also Aufstieg durch Leistung. Und so wie die ÖVP das will, ihr müsst mehr arbeiten, dafür kriegt ihr aber weniger Geld, wird, glaube ich, niemanden motivieren. Da stimmen wir überein. Ja. Ich glaube nur inzwischen, es ist nicht nur die Suche nach Geld oder nicht Geld, sondern die Leute wollen einfach, vor allem die jüngeren Leute, wollen einfach bessere Arbeitsbedingungen, damit sie weniger im Stress sind. Ja. Und es ist schon in weiten Teilen so, dass, schau da an, die Belastung ist ja etwa bei den Essenszustellern, um ein anderes aktuelles Thema zu haben. Also die, da kann man nicht sagen, die sind arbeitsunwillig. Ja? Ja. Also es gibt schon nach wie vor wesentliche Bereiche der Gesellschaft, wo unter großem Stress gearbeitet wird. Und weil du den Gesundheitsbereich und den Pflegebereich angesprochen hast, ja, aber das kann man ja lösen. Was heißt, es gibt zu wenig, das stimmt ja nicht, dann muss man halt Leute holen, wie es ja jetzt passiert. Dann müssen halt Leute eingeschult werden. Haben wir genug Arbeitslose. Ja, und es war doch auch früher schon so, ich würde dauernd die Vergangenheit noch mehr zitieren. Unqualifizierte, aber okay. Ja, nein, aber kann man qualifizieren. Jetzt aber gibt's wir haben ja genug da, die wir qualifizieren müssen. Ne? Aber es gibt da Initiativen, etwa in Wien habe ich nur gelesen, jetzt werden in Vietnam oder in Sri Lanka Philippinen, oder so. Philippinen. Und das war schon früher schon so. Stimmt. Das hat es wie immer gegeben. Also in Spitäler, ich weiß nicht, wie oft du im Spital liegst, ich leider ab und zu schon. Ja. Und da weiß ich, wie das zugeht. Also wenn wir da keine ausländischen Hilfskräfte oder nicht nur Hilfskräfte, sondern gut Ausgebildete hätten, würde das ganze System zusammenbrechen. Ja. Da muss man halt mehr holen, da muss man halt mehr Geld in die Hand nehmen. Das ist eine Verteilungsfrage. Ich weiß schon, das ist nicht ganz populär bei der FPÖ, aber es geht um Verteilung. Naja, Geld ist ja, Widerspruch. Ne? Es ist ja, Geld ist ja erstens genug da. Na, wir haben ja Einnahmenrekorde und Höchststeuerbelastung. Es funktioniert aber trotzdem nichts. An dem muss man schrauben. Und wir haben auch genug Menschen in den letzten Jahren nach Österreich geholt. Wir haben 2 Millionen Zuwanderungen in den letzten Jahren. So, davon arbeitet ein sehr großer Teil nicht. Nicht alle, viele, ungefähr die Hälfte. 50-50. Ja, ich wollte nur sagen, die eine Hälfte arbeitet. Super, perfekt, kein Mensch, wer gegen die was hat, ist ein Idiot. Aber die andere Hälfte muss man halt einmal höflich formuliert aktivieren, dass sie sich nicht aussuchen können, ob sie arbeiten wollen oder nicht, sondern sie müssen.
oder sich ausbilden oder zumindest die Sprache machen, dann muss man die Sozialhilfe daran koppeln und die soziale Unterstützung, dass man Leistung hat. Wir als die einzahlen, wir, die arbeiten, können ja wohl verlangen, dass diejenigen, die von unserem Geld leben, dafür etwas machen, damit sie nachher auch was an die Gesellschaft beitragen können. Das ist ein ganz normales Prinzip. Alles andere wäre ausnutzen. Ja, aber es gibt dutzende Beispiele, gerade in den letzten Tagen und Wochen, von gut ausgebildeten, zum Beispiel syrischen Ärzten, wo die Nostrifizierung... Das ist ja Schwachsinn, ja. Ich bin ja bei dir. Gut, aber das hast du auch bei ukrainischen Ärzten. Ja, genau so. Das hast du immer. Das ist die Nostrifizierung, aber die Masse, halt immer dann müsste man doch leichter die Zulassung, die Anerkennung dieser... Aber das ist ja nicht die Masse. Also die erste Welle der Syrer war ja noch halbwegs gut ausgebildet. Die Syrer, die jetzt kommen, sind natürlich... Gerade die Jungen haben keine Ausbildung, weil sie einfach in irgendwelchen Flüchtlingslagern etc. oder im Bürgerkriegsland waren. Die können da ja auch nichts dafür. Aber das ist halt ein mega, mega Problem. Und wenn wir jetzt pro Monat ungefähr 20 Schulklassen nur nach Wien an Familiennachzug haben, das kann das System nicht mehr leisten. Wir müssen mal, dass die Leute, die da sind, integrieren und dann können wir erst über Neuaufnahmen reden. Es gibt auch Argumente, gerade beim Familiennachzug, das sollten gerade Familienparteien auch sehen, die dafür spricht. Weil je rascher Familien. Ja, aber das System muss das ja mal schaffen. Ja, aber ich glaube, man muss da jetzt, nur damit, weil hier werden jetzt Äpfel und Birnen vermischt, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen qualifizierten Pflegerinnen, die aus den Philippinen gezielt quasi geholt werden, weil wir die dringend brauchen, die haben Top-Ausbildungen, statt dass man irgendwelche Leute, die weder in die Pflege wollen, noch irgendeine Qualifikation hat. Ja, aber man kann sich bei uns nicht aussuchen, ob man arbeitet oder nicht. Das ist ja falscher Ansatz. Aber du kannst ja in die Gastronomie zum Beispiel nehmen. Ja, ich wollen sie auch nicht. Um Leben. Ja, aber da kannst du mehr Druck auf ausüben, Druck ausgibt, ne? Als sie in die Pflege und dann musst du natürlich, ich bin sehr dafür, dass man das koppelt, natürlich zum Beispiel zentral an das Erlernen der Sprache. Absolut. Ja, ja, klar. Ja? Aber da müssen auch genug Möglichkeiten da sein. Absolut, ja? Natürlich, das ist ganz klar. Rasch, gut und mit leichten Zugangshürden zu machen, die Ausbildung. Ja? Also etwa in die Sprachausbildung. Ja? Das passiert ja jetzt und das ist doch einer der großen Probleme, die wir derzeit haben, ist, dass das in den Bundesländern höchst unterschiedlich ist. Ja? Dass alles in den Wasserkopf Wien gestopft wird. Ja? Und aus verständlichen Gründen, in jedem Land der Welt ist natürlich das Erste, dass die Leute eher in große Städte kommen, weil dort ihre Communities sind. Obwohl andererseits am Land eigentlich Integration in mancherlei Hinsicht besser funktionieren könnte. Ja? Weil einfach auch dort der Arbeitskräftemangel da ist und in kleinen Einheiten leichter vielleicht die Integration ist als in großen. Ja, das ist relativ leicht erklärbar, weil du in Wien fast doppelt so viel kriegst wie in anderen Bundesländern. Nein. Plus natürlich die Communities da sind. Das ist ganz logisch erklärt. Sind die Attraktion. Und du kriegst in Wien einfach viel mehr Geld. Du kriegst in Wien ja sogar als abgelehnter Asylwerber mit Ausreisebefehl noch der Mindestsicherung. Also das gibt es in anderen Bundesländern nicht. Das ist einzigartig in Wien. Und in Wien ist einfach am meisten, cashst du am meisten ab. Logischerweise gehen dann alle nach Wien. Deswegen sagt ja auch die SPÖ die Residenzpflicht, weil sie draufkommen, ihr Bonussystem funktioniert zu gut. Du willst darauf was antworten? Nein, ich wollte nur sagen, das Problem liegt am Tisch. Ja, und ich verstehe eigentlich nicht ganz, warum man sich gegen diese, wie es so schön heißt, Residenzpflicht wehrt. Ja, warum soll zum Beispiel in dem Bezug der Sozialhilfe nicht gebunden sein, wo du die Ausbildung hast? Ja? Das ist ja, was der Kopf vorgeschlagen hat. Das müssen wir jetzt erklären. Aber das ist jetzt ein Sonderthema. Ja. Also das hat der Kopf vorgeschlagen, ja, der AMS-Chef. Und ich finde das an sich einen logischen Vorschlag. Ja. Ich bin ja gar nicht so dagegen. Ich finde das ein Rädchen von vielen. Und Wien zahlt halt einfach zu viel und ist deswegen ein Sozialmagnet. In Oberösterreich kriegst du die Hälfte an Mindestsicherung. So, natürlich gehen die Leute alle nach Wien, wenn die SPÖ so großzügig ist. Glaub, und dir schon als Asylwerber auch schon das Geld gibt, was du in Oberösterreich nicht kriegst. So, einfache logisch. Erklärung. Ja, aber natürlich geht es ums Geld. Du gehst dorthin, wo du am meisten Geld kriegst. Das Wetter ist ja nicht schöner in Wien wie in Kärnten. Ne?
Naja, aber in Kärnten gehen sie öfters weg, weil eben die Community hier ist. Ich glaube, das hat schon damit zu tun. Aber die kommen ja nicht nach Österreich oder nach Deutschland primär, weil bei uns das Wetter so schön ist und bleiben nicht in Italien oder in Griechenland. Ne? Sondern das ist ein falsches Bild von Flüchtlingen. Das gute Beispiel ist das sozialdemokratisch regierte Dänemark, das auch wegen eines der beliebtesten Ziele war. Die Dänen haben das Geld abgedraht, machen nur mal Sachleistungen und haben seitdem nur mal 2000 Asylanträge letztes Jahr gehabt. Gut, auch in, so, es ist bemerkenswert, wie wir vom Thema SPÖ aufs Thema Migration gekommen sind. Auch in Österreich ist die Zahl der Asylanträge dramatisch gesunken. Ja, wenn wir mal 2000 haben, dann stimme ich dir zu. Wir sind aber da in einer anderen Variante. Wir haben allein die letzten 2 Jahre fast ganz Floridsdorf nach Österreich bekommen. Floridsdorf, ein Riesenbezirk in Wien. Das ist dann für mich umgekehrt dramatisch. Naja, das war jetzt eine Anti-Floridsdorf. Eine Anti-Floridsdorf-Spitze war das. Nein, überhaupt nicht. Wenigstens hat man gesagt, Favoriten. Favoriten, was sind wie viele Einwohner haben. Floridsdorf hat ungefähr 180.000, wir haben über 170.000 Asylbewerber 2023 gehabt. Deswegen, weil es passt. Aber wir sind ein bisschen am Thema vorbeigeschrieben. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter über die Umfragen, die es derzeit gibt und warum es jetzt einige Meinungsforscher gibt, die glauben, dass diese vielleicht gar nicht so zutreffend sind, weil eine Partei überdeklariert und eine Partei unterdeklariert sein könnte. Und was das bedeutet, darüber diskutieren wir gleich weiter. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserer heutigen Wochenanalyse, heute mit Peter Pelinker und Heimo Lepuschitz. Hallo. Und wir haben ja eigentlich begonnen mit der SPÖ im ersten Teil, sind dann ein bisschen zur Migration gekommen, aber kommen wir jetzt zu den Umfragen. Die Umfragen sehen ja die Freiheitlichen seit über einem Jahr auf Platz 1, teilweise in manchen Umfragen sogar sehr deutlich, um die 30%, sind eigentlich immer mehr Institute, die eher 27-28% sehen, aber wie auch immer, da gibt es jetzt mittlerweile sogar eine teils öffentlich geführte Debatte von Meinungsforschern nach den Wahlergebnissen in Salzburg und in Innsbruck, wo die Umfragen die FPÖ jeweils wirklich deutlich überbewertet hatten, ob da quasi eine Überrepräsentierung der FPÖ drinnen ist. Das kann man jetzt vielleicht auch relativ leicht ganz kurz erklären. Zum Beispiel, wenn es Online-Umfragen sind, weiß man traditionell, dass da eher mehr Blaue drin sind. Bei Telefonen zum Beispiel eher schwarz. Immer noch weniger und eher schwarz. Aber teilweise glaubt man da auch, dass Leute aus Wut jetzt sagen FPÖ und am Ende nicht so stark hingehen würden zur Wahl oder dann doch was anderes wählen. Und andererseits den Verdacht, dass die ÖVP, weil es derzeit nach 2 Jahren ÖVP-Affäre nicht so sexy ist, ÖVP zu sagen, unterrepräsentiert ist. Ist das nicht im Bereich des Möglichen? Absolut. Also ich meine, die Städte halte ich für kein gutes Beispiel, weil die Städte kann man demoskopisch kaum richtig erfassen. Und also Innsbruck habe ich selber mit einer Umfrage zu tun gehabt. Da hat der Meinungsforscher 3 Wochen vor der Wahl den Trend relativ gut angesagt. Das war aber 3 Wochen vor der Wahl. Man kann 3-4 Wochen vor einer Wahl nicht sagen, was in 4 Wochen dann ist, weil die Entwicklung ist. Aber die Entwicklung hat da ziemlich genau angesagt gehabt zur Ehrenrettung auch der Meinungsforscher. Im Bund ist das natürlich anders, weil man ganz anderes Datenmaterial hat. Aber das kann schon sein, dass es enger beieinander ist, wie alle denken. Ich habe heute gesehen von OGM beim Konkurrenzsender 27 FPÖ, 22 SPÖ und ÖVP. Das halte ich für relativ realistisch in diesem Rahmen. Also ich glaube nicht, dass der FPÖ weit über 30 liegt oder sonst irgendwas, auch wenn sie diese ganzen Online-Abstimmungen haushoch gewinnt. Also es kann schon sein, dass es durchaus ist. Eine Online-Abstimmung hat nichts mit Meinungsumfragen zu tun. Ich sage, dass wir die Leute... Ja, aber das habe ich ja gesagt. Genau das habe ich ja gemeint, also dass sie diese vermischten Umfragen... Also das halte ich für relativ
seriös in dem Bereich. Man wird dann immer sehen, es sind natürlich, da kannst schon recht sein, dass natürlich Leute, die mit dem System komplett abgeschlossen haben und sagen, natürlich wähle ich FPÖ, dann am Wahltag nicht gehen. Das ist einfach, weil sie einfach das ganze System ablehnen und damit einfach nichts mehr zu tun haben und mit unserem ganzen politischen System abgeschlossen haben und dann nicht gehen. Das ist natürlich eine massive Gefahr. Und was du überhaupt nicht berechnen kannst, dass ja mittlerweile das ganz stark ist, wie die Mobilisierung funktioniert. Also Beispiel Innsbruck, die FPÖ hat in Innsbruck ihre Wähler vom letzten Mal gehalten. Aber dadurch, dass die Wahlbeteiligung gestiegen ist, sind sie prozentuell gesunken. Das ist etwas, was du kaum einberechnen kannst, da bei der Wahlbeteiligung. Weil das ist so wie, spucken sie ab und zu am Boden, wird jeder sagen ja, gleich, oder gehen sie zur Wahl, sagt da jeder ja, bis auf wenige. Das ist sozial erwünschtes Verhalten. Das ist das, was du am wenigsten einberechnen kannst, ist dann diese Wahlbeteiligung. Ja, ich glaube schon. Das größte Atu der FPÖ ist sicherlich derzeit neben der Themenlage auch, dass die Schwäche der SPÖ und der ÖVP bei ihren Spitzenkandidaten, also das sage ich ja, ÖVP haben wir halt schon gesagt, also eine Arbeitszeitverlängerung zu fordern vor Wahlen ist halt. Und das war nicht der Spitzenkandidat, muss man dazu sagen. Du bist ja verantwortlich und du siehst ja, dass Feuer am Dach ist, wenn der Kanzler mal ausruckt. Wenn der Kanzler mal persönlich ausruckt mit Aussendung, dann weißt du, dass intern Feuer am Dach ist. Und ich schätze mal, da haben die wahlkämpfenden Landeshauptleute, die ja eh schon ums Überleben kämpfen der ÖVP in der Steiermark und in Vorarlberg, werden nicht sehr freundlich zum Hörer gegriffen haben. Also da ist viel möglich. Ich glaube, dass die Umfragen halt wie immer als Trend zu betrachten sind. Die Mischung aus, es gibt drei, vier wirklich gute Institute, meiner Meinung nach. Und wenn man die zusammennimmt, hat man einen Trend, aber mehr kannst du da kaum sagen. Auch an dich die Frage, kann es sein, dass die ÖVP zum Beispiel ein bisschen unterrepräsentiert. Zumindest diese These würde ich derzeit für logisch halten. Na gut, ist ja peinlich ganz zuzugeben. Ganz einfach, weil ich wirklich glaube, dass der Nehammer bei all seinen Schwächen am ehesten, also für einen Durchschnittswähler, der will in Österreich nach wie vor keine großen Wellen und keine Wickel und sonst wie. Ja? Und da kommt doch der Nehammer aus verschiedensten Gründen, auch in den Fernsehdebatten würden wir das spüren, am ehesten dem Bild des Staatsmännischen. Ja? Wenn er nicht ein paar Ausreißer macht, wie bei der berühmten Bürgerrede oder so, wo er ein bisschen zu ausgebogen war, aber das war ja auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, für die Breite. Also da kann ich mir vorstellen, dass die ÖVP am Wahltag besser liegen wird, als es sie derzeit hat. Ist jetzt auch schon. Ich glaube eher, es sind jetzt alles Mutmaßungen. Ich bin aus einem ganz anderen Grund generell skeptisch gegenüber diesen fast schon täglichen vierfach gehypten Umfragen. Das ist nämlich ein falsches Bild der österreichischen Verfassung. Also, wenn da dauernd gesagt wird, der Kickl ist Erster, glaube ich, inzwischen, weil das alles einigermaßen dafür spricht, dass er derzeit auf Platz 1 liegt. Ja, aber das heißt noch nicht unbedingt was. Das ist ja die Illusion oder das suggeriert, dass der Nummer 1 ist, wird automatisch Kanzler. Das ist ja ein Blödsinn, da sind wir uns alle einig. Ja. Das ist in der Verfassung ein Blödsinn. Die Chancen sind relativ gut, aber der muss eine Mehrheit im Parlament zustande bringen. Ja? Und dass dieses dauernde Beobachten, wer von den Pferdeln ist jetzt ein Punkt vor oder so. Gut, das aber ist, Peter, das haben wir immer schon gemacht, das haben das wir war, auch gemeinsam zu Newszeiten gemacht. Das ist jetzt kein neues. Nein, Problem. Es ist ja relativ leicht für Journalisten, muss ich sagen. Weil du musst nur schauen, dass der Herausgeber oder der Eigentümer genug Beauftragte umfragen, damit du dann Stoff hast, weil du musst nicht allzu viel machen und du hast halt dann einrichten, die Statistik. Also ich stimme da nicht überein, weil ich bin der Meinung, ich sage das bei jeder Wahl, dass der Erste soll einmal zumindest den Auftrag haben, eine Regierung zu bilden. Wenn er es da nicht schafft, ist der Nächste dran. Das ist meine Position. Aber zuerst einmal ist der Stärkste. Das sage ich bei jeder Wahl, wenn Rote oder Schwarze fahren sind, sage ich immer, der Stärkste hat einmal zuerst den Auftrag. Wenn er es dann nicht zusammenkriegt, schaut es anders aus. Aber grundsätzlich muss man mal die stärkste Partei. Da stimmt man schon überein, dass das der Bundespräsident ist. Absolut, aber das ist ja meine Position. Ja, solange du noch Bundespräsident bist,
Ja, das ist das ein bisschen Arrogieren eines Großen? Ich glaube, das wäre mal kurz Fahrt. Wobei vielleicht ist ein Bundespräsident, der wieder mal Auslandsreisen macht und Wirtschaftsreisen wäre vielleicht nicht so schlecht. Aber wurscht. Aber grundsätzlich, die Geschichte ist natürlich, der Erste soll einmal Verhandlungen führen. Das wäre die gute alte Tradition. Das ist natürlich kein verfassungsmäßiges Muss. Habe ich bei jeder Wahl so vertreten, vertrete ich auch bei der Nationalratswahl. So kann man anders sehen, aber ich glaube, man sollte da den Wählerwillen respektieren. Aber selbst wenn jemand dann die Verhandlungen führt, sagen wir, es kriegt jemand den Regierungsbildungsauftrag, der Erster geworden ist, heißt das ja nicht, und ich glaube, das meint der Peter Bellinger, heißt es ja nicht, dass eine Mehrheit zu bilden. Das habe ich ja gesagt. Ne? Ich habe ja gesagt, wenn er es dann nicht schafft, eine Mehrheit zu bilden, dann ist der Nächste dran. Das ist für mich die Logik. Ne? Wenn es der Erste nicht schafft, dann ist der Zweite dran. Also das ist ja, Nein, etwas Formalistisches. Aber genau das habe ich ja gesagt. Also das meine ich. Das ist meine Position. Also wenn Kickl Erster wird, soll er versuchen, eine Regierung zu bilden. Wenn er keine Mehrheit findet, dann ist es was anderes. Ne? Dann viel Spaß, wenn sich alle anderen gegen ihn einhängen bei den nächsten Wahlen. Lass mich doch einmal kurz ausreden. Da durchaus eine Tradition. 1989 wurde Jörg Haider, FPÖ-Chef, damals als Nummer 2 in Kärnten Landeshauptmann gegen die SPÖ, die damals Nummer 1 war. 1999, 2000 hat die FPÖ als knappe Nummer 2 die Nummer 3, nämlich die ÖVP, zum Kanzler gemacht. Nachdem sich Nummer 1 und Nummer 2 nicht einigen konnten. Da hatte die haben ja verhandelt, ne? Die SPÖ hatte den Pakt nicht zugestimmt. Das hat durchaus Tradition. Das sind so unterschiedliche Historien. Aber es hat, ich sage ja meine Position. Ich bin ja kein Partei, ich bin weder FPÖ-Vorsitzender noch Bundespräsident und habe beides auch nicht vorzuwerten. Dafür ist meine Lebensqualität viel zu viel wert. Das sind, glaube ich, keine sehr entspannten Jobs. Wobei Bundespräsident beim Van der Bellen. Aber was man auch vielleicht so vorher angrenzen sollte, wie du sagst, diese Strategie der Mitte der ÖVP, ich glaube auch, dass die erfolgreich sein könnte, die fahren es aber nicht. Ne? Die fahren zurzeit eine totale Brutalkampagne gegen die FPÖ. So, da kriegt keiner Konkurrent. Ja, aber das bringt ja nichts. In dem Lager. Du siehst, jetzt sind wir zwar bei den Umfragen, aber sie profitieren nicht davon. Sie gehen sogar eher runter, weil die Leute den Streit nicht wollen. Die Leute hassen das. Wenn du Kanzler bist, musst du über den Dingen stehen, du musst über den Parteien stehen und der Anführer des Volkes sein und du musst die guten Dinge verkaufen, die du machst. Jetzt haben sie natürlich das Problem, dass ihr Wirtschaftsbilanz katastrophal ist, das Defizit ist katastrophal, die Inflation ist katastrophal, die Produktivität. Nein, aber es ist ja so, das Problem der ÖVP ist, dass sie nichts zum Verkaufen hat, weil sie keine Erfolge haben. So, und mit den Grünen hassen sie sich gegenseitig und keiner gönnt den anderen nur mal einen Erfolg. Jetzt bleibt ihnen nur die Kampfstrategie übrig, die ist aber völlig falsch beim Herrn Nehammer, der eigentlich so der nette, über den Dingen stehende Kanzler wäre, vom Optischen her zumindest alles. Also da passt alles nicht zusammen und deswegen verlieren sie ja großartig. Aber er selber führt ja nicht den Kampf. Er lässt ja den Stocker. Ja, aber es ist ja noch viel schlimmer. Jedes Mal, wenn der Hang und der Stocker irgendwo auftreten, hast du ein paar hundert Stimmen weniger. Das ist ja das Quartett des Grauens. Ja, jetzt brauchen wir nicht den Wahlkampf jetzt. Nein, aber entschuldige, glaubst du, dass irgendein Auftritt vom Hanger irgendwo irgendeine Stimme für die ÖVP bringt? Also das glaube ich wage ich massivst zu bezweifeln. Ja, oder vom Stocker. Wir werden weder den Beweis antreten noch das Gegenteil. Naja, sagen ja die Umfragen, dass es nicht nach oben geht. Und seit Wochen fahren sie die Strategie. Aber jetzt sind wir wieder bei den Umfragen. Ja, aber was soll man sonst dann richten? Aber dass irgendwer diese Streiterei, dieses Dauerhickhack am Bürgern mag, das kannst man nicht erzählen. Also man schaut sich teilweise ganz gern an. Man mag auch so Hickhack wie bei uns ein bisschen. Aber zu viel soll es nicht sein, wenn die Leute sagen, die sollen was wenn arbeiten. Wenn du meinst, die Leute wollen nicht den Streit, warum ist denn der Kickl Nummer 1? Weil die Leute was anderes wollen. Ne? Ja, weil sie mit der Regierung. Das ist der verfleischlichte Streit, ist der Herbert Kickl. Ja. Das ist der verfleischte Streit mit dem System. Die Aggression pur ist Herbert Kickl. Naja, das ist eine Wende vom anderen. Die Leute sind angefressen mit dem, weil nichts mehr funktioniert, sie aber immer mehr zahlen, sind aus Corona-Zeiten noch, sind mit der EU unzufrieden, sind mit der Wirtschaftsentwicklung unzufrieden, können sich nichts mehr leisten. Die Teuerung interessiert keinen Menschen, aber irgendwelche U-Ausschuss-Geschichten, irgendeine Spionagegeschichten, die keinen interessieren. Natürlich sagen die Leute, habt ihr alle am Vogel, kümmert euch um mich und nicht um so einen Blödsinn. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil da muss ich das aufgreifen.
aufgreifen, was der Peter Bellinger gesagt hat. Die FPÖ hat ja jetzt seit 2019 einen offen zelebrierten Streit und Angriffe auf die ÖVP gemacht. Ihr habt die bisherigen Urschüsse, die sich ja dann gegen die ÖVP gerichtet hatten, da gab es ja auch einen eigenen ÖVP-Korruptionsurschuss, total zelebriert. Wieso war das gut? Und weil die ÖVP-Wähler anders ticken, die durchschnittlichen ÖVP-Wähler ticken oder SPÖ-Wähler ticken anders wie die durchschnittlichen FPÖ-Wähler. Die sind in der Konditionierung völlig anders. Das stimmt. Ja, und du wirst natürlich als die ÖVP, kurz einmal einen Satz ausreden lassen, die ÖVP ist die personifizierte Regierung. Ne? Wenn du als Regierung dann Opposition spürst, weil deine Regierungsdaten so schlecht sind, funktioniert das nicht. Die FPÖ ist der Angreifer, aber jetzt kann nicht die Kanzlerpartei der Angreifer sein, noch dazu mit Leuten wie Hanger und Stocker, die es nicht können. Ich bin der Meinung, das funktioniert, denn die ÖVP, das, was die ÖVP schaffen kann, glaube ich, vielleicht schaut derzeit nicht so aus, aber kann schon sein, dass man die FPÖ limitiert. Aber man haut sich selber runter, man gibt sich selber keine Chance, positiv Hoffnung zu geben und haut wahrscheinlich eine bürgerliche Mehrheit zusammen, wenn es ganz wart kurz, haut wahrscheinlich eine bürgerliche Mehrheit auch noch zusammen und ist dann ausgeliefert mit der Mehrheit mit dem Herrn Babler. So, ja, wenn das die großen Strategen sind. Das ist so herzig, wenn du mit den Begriffen aus dem vorigen Jahrhundert kommst. Bürgerliche Mehrheit, was ist dann Herrn Kickl bürgerlich? Die bürgerliche Mehrheit, das was ist der Begriff aus dem letzten Jahrhundert, sondern die existiert gerade im Nationalrat. Es gibt eine Mehrheit aus FPÖ und ÖVP. Ja, aber das ist ja nur, wenn du das... Das ist nicht bürgerlich. Das ist, sagst du, der Kickl ist das verfleischlichte Ideal eines bürgerlichen Politikers, da kann ich mich als bürgerlicher Mensch nur abwenden. Dann sag Mitte-Rechts, ist ja okay, wenn du damit besser zurankommst. Zum Beispiel. Ist ja kein Problem. Ja, aber das ist so ideologisch alles. Da ist das Bürgertum und da ist das Proletariat. Also als Sozialdemokrat über Ideologie derzeit zu reden, also wer macht die ideologischste Politik von allen mit Eat the Rich? Ne? Das ist der Herr Babler. Wer macht eine Ideologie mit Häuselbauer sind unsere neuen großen Feinde, weil die Häuselbauer sind alle Reiche. Das ist ideologisch. Steuererhöhung, das ist ideologisch. Arbeitszeitverkürzung, egal was kostet, das ist ideologisch. Ne? Nein, ich weiß, was dir unangenehm ist. Ich sage nur, das ist ja Ideologie. Ne? Das ist pure Ideologie. Die FPÖ hat zum Beispiel in der letzten Regierung gewesen, sie relativ pragmatisch ist. Verteilungspolitik oder Gerechtigkeitspolitik heißt nicht unbedingt Ideologie. Ja? Na, ich verteile es immer an die Falschen. Erstens, wer ist ihr? Die Roten, Entschuldigung, pardon? Ich weiß, dass du das nicht magst, das ist ja kein Problem. Ich habe nichts dagegen. Aber er kann es ja nicht verteilen. Das ist kindisch. Also ich werde nicht von einer Partei gezahlt. Hast du keine Aufträge? Du bist ein schlechtes Unternehmer. Ja. Na gut, er meint, er hat keine politischen SPÖ-Aufträge, du hast politische FPÖ. Ja, ich stehe als auch auf der Payroll einer Partei. Na, bei der SPÖ hast du keine Aufträge. Auch schon mal gehabt. Sogar von den Grünen mal gehabt. Also das ist mehrere, aber lang her gebe ich zu. Nein, aber Heimer, ich würde gern die ÖVP schadet sich selber. Da gibt es halt viele, die der Meinung sind, die Talsohle haben sie erreicht, sie können sich nicht weiter schaden. Und die Strategie der ÖVP ist ja eine Art Demobilisierung der FPÖ-Wähler. Jetzt hast du natürlich recht, dass die Kernwähler der FPÖ, an denen prallt das alles ab. Aber wenn ihr nur die Kernwähler kriegt, dann werdet ihr nicht Nummer eins. Soll ich jetzt das ihr auch kritisieren? Nein, aber du bist freiheitlicher. Ich sage ja nicht, du verteilst Geld. Nein, ich mache nur einen Spaß, ich habe kein Problem damit. Okay, dann kann die FPÖ nicht Nummer eins werden, wenn sie nur bei den Kernwählern bleibt. Und es geht eben vorrangig um diese ehemaligen Sebastian Kurz-Wähler oder andere Unzufriedene. Die, glaubst du, dass die genauso ticken wie die FPÖ? Das Spannende ist, dass alle drei großen Parteien eigentlich das gleiche Problem haben, dass sie derzeit bei den Kernwählern sind. Also die FPÖ noch am besten, steht noch am besten da, aber die ÖVP ist bei den Kernwählern da, die SPÖ ist im Grunde bei den Kernwählern, weil die Kernwählerschaft der SPÖ ist auch bei 20% ungefähr. Das hat man gesehen. In schlimmsten Zeiten waren die um die 20%. Also das ist eine Treue, gleich wie bei der ÖVP. Bei der ÖVP kann es immer noch runtergehen, aber die Frage, aber viel wird es nicht mehr sein. So wie die FPÖ eigentlich eine Kernwählerschaft, wenn nicht gerade eine Megabombe kommt,
von 16, 17, 18% ungefähr an Stammwählerschaft. Das haben die drei großen Parteien, haben ungefähr 18 bis 20% Stammwählerschaft, die immer hingehen, außer ganz ein Megaskandal passiert gerade. Und die Frage wird sein, wer mobilisiert seine Wähler? Weil nur das Demobilisieren, so wie es die ÖVP gerade macht, das wird da nichts bringen, weil deine Leute muss da irgendwie mobilisieren. Diese Schlammschacht stößt ja eher ab. Ne? Gerade, ich sage jetzt trotzdem Bürgerliche. Ne? Und die FPÖ mobilisiert sicher am stärksten im Wahlkampf, man wird sehen. Aber das ist natürlich Glaskugel. Wer weiß, was noch kommt, was nicht kommt, spaltet sich die ÖVP, spaltet sie sich nicht. Was ist nach der EU-Wahl? Ich glaube, der wirkliche D-Day, ab wann man was sagen kann, ist ein, zwei Wochen nach der EU-Wahl, dann weiß man, wie die Stabilität in den Parteien ist. So, wir kommen jetzt ganz zum Abschluss noch zu einem anderen großen Thema großen Thema, das Peter Pelinger am meisten interessiert und sehr viele unsere Zuseher auch, die meisten Zuseher. Nämlich Marcel Hirscher, der jetzt für ein anderes Land antreten soll. Ich finde es total spannend, weil früher hat es geheißen, also beim Skifahren wenigstens, da wird nach nationalen Gesichtspunkten gefahren. Ja? Und ganz Österreich besonders, klar, ein kleines Land, erfolgreiches Land im Skisport, hängt sich da besonders dran. Jetzt fährt er aber für Holland. Ja? Ich finde das total sympathisch übrigens, ja? Weil das weicht endgültig auf. Ich kann mich erinnern, kurz vor seinem Tod habe ich mit dem Toni Seiler ein Interview gehabt in Kitzbühel und habe ihn mal gefragt, wie es ihm damit gegangen ist. Es war ja noch eine andere Zeit als die 50er Jahre, ja? Also die großen Erfolge des Toni Seiler. Wie das ist, alle haben gesagt, der Toni, der Blitz aus Kitz, hat es geheißen. Das war das Symbol für österreichische Erfolge, Nachkriegserfolge. Ja? Da hat man gesagt, habe immer gewusst, ich fahre für mich. Ja? Und das ist ein bemerkenswert guter und realistischer Umgang. Und das ist jetzt endlich den Punkt gebracht. Wir nähern uns einer anderen Sportart, die ich nicht so sympathisch finde wie den Skisport, nämlich dieses Formel-1-Gebrumse, wo ja längst nicht mehr. Ich frage mich, wieso wird da österreichische Hymne irgendwie gespielt oder irgendwie Red Bull auf Rennstall. Ja, ist ja absurd, nicht? Natürlich sind die längst schon im Rennstall entscheidend und das wird im Skisport auch kommen. Und das ist ein Zeitenumbruch, der jetzt eingeläutet wird durch Marcel Hirscher. Gut, dann danke Peter Pelinger, danke Heimo Leposchitz. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.